So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück. Neuer Tag, neuer Stream, neue Aufnahmesession von Last of Us 2. Ach ja. Es ist zwar nur ein paar Stunden her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, aber ich weiß schon gar nicht mehr. Karte ist nicht verfügbar. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir machen wollten. Alles klar? Ja. Ich dachte schon, es ist aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. Achso, genau, wir haben. Das sind also die Wolves. Schwer bewaffnet. Ich kann die. Ja, allerdings. Wir haben den Dachtest du, Typen es würden so viele werden? Das letzte Mal getötet. Tommy meinte, das wäre möglich. Ändert das was für dich? Nein. Die Augen nach Patrouillen offen. Hier waren ein paar, die versucht haben, mich auszuräuchern. Wie viele? Bin an zwei vorbeigekommen. Aber da waren mehr. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus und dass ihre Freunde tot sind, werden sie nach uns suchen. Sollen sie mal. Dina. Frisches Blut. Was wo? Bereit. Meins auch gerade. Ich habe mich gerade etwas erschrocken. Warte mal, jetzt können doch wir eigentlich. Ja, mit The Last of Us 1 bist du ja eigentlich relativ schnell durch. Ich glaube, das hat nur 12 bis 15 Stunden Spielzeit. Last of Us 2 hat natürlich mal dann eben doppelt so viel wohl. 25 bis 30. Wahrscheinlich so wie ich spiele, hat es 40. Ich wurde gebissen. Tina ist tot. Seit geraumer einiger Zeit haben wir uns auf dem Patrouillen betrunken. Das war ein so ein beschissener Posten. Keine Infizierten, keines Gas, die hinterste Pampa. Ihr Bruder brennt heimlich Schnaps. Jetzt haben wir getrunken und geredet. Wir talken gerade durch den Lebensmittel, als uns die erreicht haben. Mein Bruder soll wissen, dass es mir leid ist. Ich habe versucht, sie zu sagen. Meine Mutter ist die Chevy. Aber bei dem Spiel werde ich nicht spielen wie jetzt bei Mass Effect oder wie bei Assassin's Creed, wo ich nur die Hauptkampagne durchspiele, sondern auch wenn das jetzt hier, keine Ahnung, 20 Folgen dauert, 200 Folgen dauert, ich will das Spiel eigentlich schon ziemlich erleben, sozusagen. Boah, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen zu viel gegessen, ey. Warum ist denn die Map nicht verfügbar? Dass die einfach so angegriffen haben. Naja, ich glaube, morgen, spätestens morgen Diese Abend Leute sind wir sind nicht fertig mit. Was, wenn wir Flüchtlinge wären? Aber, was, wenn wir es bleibt ja bei unserem Infos Plan. Hätten? Scheint denen alles egal zu sein. Kannst ja dann Montag weiterspielen und Dienstag. Wenn ich jeden Tag so 6 Stunden spiele, 6 bis 8 Stunden. Ist ja kein Problem. Danach machen wir Final Fantasy fertig.
Nee, Scherz. Das ist ein Running Gag, weißt du. Final Fantasy wird nie fertig gemacht. Oh, oh, oh. Krass, wie zugewachsen das hier schon ist. Das beschäftigt mich. Kann nicht sein, dass es so schnell geht. Haben Sie Tony und dich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten? Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Vielleicht sind sie dumm. Ob du dumm bist, habe ich gefragt. Was? Vielleicht wart ihr nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Sie haben es verkackt. Stimmt wohl. Und jetzt werden sie dafür bezahlen. Einer nach dem anderen. Wie hieß das Mädchen vom Zettel? Die im TV-Sender? Lea. War sie die mit dem Zopf? Nein. Ich erinnere mich nur noch, wie sie um dieses sadistische Arschloch heulte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Also, was hast du mit ihr vor? Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Alle töten. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Erinnert dich irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Nichts Neues. Wie groß ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Brooks. Kann dir, wenn ich fertig bin, kann ich dir ja Teil 2 ausleihen. Er hat mir nicht viel gesagt. Ich bin ja nächste Woche wahrscheinlich in Bochum. Ich frag mich, was Tommy von allem übernächste Woche. Er wüsste sicher mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Dann kann ich es dir ja mal ausleihen. Muss dir nicht kaufen. Ich denke mal, dass ich bis dahin fertig bin. Hey, sieh dir das an. Seattle tauscht einen schlechten Machthaber gegen den nächsten. Was meinst du, wie alt das ist? Wenigstens ein paar Jahre. Die haben das bestimmt aufgehängt, gleich als es mit dem Militärberg abging. Muss schrecklich für die Leute gewesen sein. Erst der Ausbruch, dann Fedra, dann die Wolves. Ich frag mich, wie viele geblieben sind, um sich der WLF anzuschließen. Gute Frage. Ich bin nur gerade ein bisschen lost, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht und wir auch keine Map haben. Das heißt, wir müssen irgendwo eine Map finden. Warum kann ich nicht auf eine Map zugreifen? Das ist... geht nicht. Ist nicht verfügbar. Was ich an dem Spiel unwahrscheinlich mag, sind diese Action-Sequenzen. Danach ist erstmal einmal eine ganze Weile Ruhe. Uns passiert nichts mehr. Ich glaube, hier ist nichts mehr, oder? Wir waren da drin... Waren wir da drin? Und dann passiert erstmal nichts mehr. Dann musst du wieder erkunden, erforschen. Da geht's nirgendwo rein. Okay. Und hier sind wir eben gekommen. Sind noch relativ wenig Zombies unterwegs, also ich weiß, ich glaube, ach na gut, dann, ich glaube im Teil 1 waren wesentlich mehr Zombies auch so auf der Straße unterwegs und so, oder? Ja, ich bin ein bisschen lost gerade.
Vor allem habe ich bei Facebook Kommentare gelesen, wo sich die Leute aufgeregt haben, dass man die ganze Zeit zu Stacy unterwegs ist. Da dachte ich mir so, hä? Wie kann man sich denn darüber aufregen? Du kannst da auch in den Raum reingehen und alles wegballern. Also das habe ich gar nicht verstanden. Hier waren wir ja schon drin, hier war das mit dem frischen Blut. Waren wir da schon drin? Ja, hier waren wir auch drin, ne? Ich bin gerade ein bisschen lost, das tut mir leid. Das hier kommt mir so komisch vor. Das da oben kommt mir so komisch vor. Ja, aber will sie nicht hoch. Also ich bin gerade echt... Sie haben gesagt, dass du so um die 30 Spielstunden hast, wenn du ganz normal spielst. Wenn ich jetzt natürlich hier stundenlang rumrenne, habe ich wahrscheinlich mehr Spielstunden. Aber das ist ja vollkommen okay. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Keine Ahnung, wo es weitergeht. Das ist cool hier mit diesen Grills hier. Ja, ich habe für ein Video die Thumbnails bearbeitet. Und die ganzen Folgen hochgeladen. Und da habe ich mir mal noch so Concept Arts im Internet angeschaut. Was hast du damit vor? Steckt fest. Versuch doch, ihn vom Bordstein zu schieben. Das sind echt geile Sachen dabei. Denk dran, alle einmal anklicken und einmal liken. Ich halte Wache. Ja, das ist wie gesagt, guckst ja den Stream an, da musst du dir nicht auch noch die Folgen angucken. Oh, ich habe echt zu viel gegessen gerade, ich bin fast am Kotzen. Ja, ich hab's gelesen. Ich gucke ja, kontrolliere ja jeden Tag Kommentare, auch wegen Spam und so. Verdammt, was ist das? Sprengfallen. Das war kein Gamer. Komischer Stuhl. Das war definitiv kein Gamer. Der hat ja noch nicht mal eine Maus. Ja, ist das da die Maus, das Weise? Nee. Welche hätten sie mal noch wachen können? Boah, ich hab. Also wenn das mit dem Job. Wenn ich den Job da nehmen sollte bei dir, in der Nähe. Ich habe mir da echt ein paar schöne Wohnungen schon online angeguckt. Also allein in dem Umkreis, den ich suche, 10 Kilometer von meiner Arbeit, gibt es über 400 Wohnungen. Also ist die Auswahl riesig.
Wird echt gut. Warte mal, mal gucken. Kann ich irgendwas fertigen? Entschuldigung. Das kann, weiß ich nicht. Fängt nun mit B an, die Stadt. Okay, jetzt sind wir hier oben drin, aber... Was hat uns das jetzt gemacht? Hat es sich gelohnt? Ja. Eine gute Ausbeute. Hallo? Warte mal, können wir. So wie es aussieht, können wir die vielleicht darüber ziehen. Weil wie sie uns mal nicht hilft. Wie willst du das machen? Mal sehen. Ich hab die ganze Zeit Angst, dass hier irgendwo hinter einer Ecke... Ja, ich lasse das alles gut, David. Ich lasse das ein Unternehmen machen. Firma bezahlt ja dafür. Also... Wenigstens hat er mal was anderes gemacht als ständig nur Burritos. Weißt du, wie oft er mich beinahe vergiftet hat? Was meinst du, warum ich angeln gehe? Ich werde mir am Anfang einen ganz kleinen Transporter mieten. Und da schon mal so die Grundsachen rüberbringen. Ja. Wo zum Teufel ist das Mädchen? Zum Teufel, Gott sei Dank, den habe ich nicht gesehen. Okay, jetzt war es wieder interessant. Das war knapp, ich habe den echt da nicht gesehen. Alter, ich finde das ja schon ein bisschen blutig, was sie da macht. Schade ist, dass. Los, wir sehen nach. Ich gebe Deckung. Es ist Shannon. Sie ist tot. Wir sind nicht alleine. Ausschwärmen. Im Laufschritt. Dass ich keine zwei Schlagwaffen mitnehmen kann. Ich habe noch ein paar mehr Bewerbungsgespräche laufen, also Bewerbungen laufen. Auch noch eins in Hessen jetzt, aber das ist eher so Notlösung. Was ist der? Links von mir. Wo ist der?
oben ist der. Wir schauen mal, es ist ja noch einiges. Ja, wie gesagt, Baden-Württemberg ist das Problem, die Wohnungen sind so schweineteuer da. Es wäre zwar geil, aber die Wohnungen sind so unsagbar. Also für 700 Euro kriege ich da gerade mal eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Shit. Erkennst du einen von denen? Nein. Diese QZ ist riesig, oder? Ziemlich riesig. Glaubst du, hier sind überall Wurfs? Hoffentlich nicht. Hoffentlich. Desto mehr können wir töten. Je mehr, desto besser. Das war aber echt knapp oben auf dem Dach. Ich habe die echt nicht gesehen da oben. Wie gesagt, Baden-Württemberg ist ein Problem. Es ist so schweineteuer. Ich habe keinen Bock, weißt du, die Hälfte meines Gehalts oder ein Drittel von meinem Gehalt für Wohnungen auszugeben. Das hat mir ein bisschen erschrocken. Nur Halloween-Zeug. Ein paar dieser Sachen sehen witzig aus. Finde ich nicht. Weißt du, das ist für mich kein Leben, wenn du weiß, okay, jetzt ist der 12., 13. im Monat, jetzt habe ich gerade mal meine Miete bezahlt und jetzt den Rest des Monats, nee. Weil da hast du nur so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo du keinen Platz hast. Ich will schon wirklich wieder was Großes haben, also mindestens eine 2,5-Zimmer, 3-Zimmer-Wohnung. Also ein 3-Zimmer wäre schon echt geil. Warum den ganzen Scheiß hier schon ordentlich unterzukriegen? Das ist der Hintereingang von der Wäscherei. Was macht sie denn? Warum? Warum? Da ist doch ein Tor offen. Ich muss es nicht verstehen. Wenn wir von da sind wir gekommen. Naja, habe ich gesehen. Ruhrpott, Wohnung. Also wie gesagt, ich habe 10 Kilometer Also normalerweise mache ich immer so 20 Kilometer Umfeldsuche von der Arbeitsstelle. Weil wenn du nur 12 oder 14 Stunden arbeitest, musst du nur 3 bis maximal 4 Mal in der Woche auf Arbeit fahren. Da kannst du auch mal ein bisschen weiterfahren, bin ich der Meinung. Auch bei 24 Stunden kannst du weiterfahren. Wenn du natürlich jeden Tag fahren musst, dann ist es was anderes. Und da habe ich, erst 20 Kilometer Umfeldsuche gemacht. Oder kamen irgendwie 900 oder über 1000 Wohnungen raus. So, okay, dann sind... Dachte ich mir so, läuft. Wie kommen Eindringlinge überhaupt rein? Genau so, wie Deserteure rauskommen. Wenn du mich fragst, Deserteure sind das Letzte. Ist mir scheißegal. Wenn sie nicht bleiben wollen, wollen sie nicht bleiben. Verdammte Verräter. Bei Skars weiß man wenigstens, woran man ist. Tja, wie gesagt, ist mir scheißegal. Siehst du irgendwas? Antworte mir. Mila? Mila ist nicht mehr. Verdammt, wo bist du? Die sich allein schon an der Wand abstürzt. Ellie ist, glaube ich, immun gegen den Virus, ja. Guck mal, wie die sich von der Wand abstürzt. Spring runter. Ja, der sieht die Leiche hier im hohen Kreis nicht. Hallo, it's a me.
Siehst du noch mehr? Noch nicht. Wie kriegen wir Lea allein? Es wimmelt von Infizierten. Wir brauchen nur eine Minute zum Reden. Du willst sie zum Reden. Wenn es sein muss. Mann. Es ist unglaublich, dass hier bald nichts mehr sein soll. Ich kapiere immer noch nicht, warum wir uns zurückziehen. Es ist kein Rückzug. Wir sammeln uns. Es hat Monate gedauert, alles zu sichern. Die Chefs wissen, was sie tun. Wahrscheinlich. Die andere deckt mich. Ah nee, sie kümmert sich drum. Ist so unglaublich. Das fände ich so geil noch ein bisschen, wenn ich ihr Kommandos geben könnte. Wenn ich ihr sagen könnte, okay, da ist also noch Gegner drin. Da ist ein Gegner, um den kümmere ich mich. Da ist ein anderer Gegner, kümmere du ich. Und dann zeitgleich angreifen. Ich weiß aber nicht, warum Ellie immun ist. Ich weiß nicht, ob das im ersten Teil gesagt wurde. Ich weiß nicht, ob das im ersten Teil gesagt wurde oder... Da oben ist einer. Danke, dass du mir den Weg... Ja, ich sehe es. Der erste Teil macht auch super Spaß, also da macht man nichts falsch. Ich habe dir bis jetzt ja noch nie was Falsches gesagt. Übrigens. Warum mussten die jetzt hier runterkommen? Munition gekostet. Ich glaube nicht, dass die anderen das gehört haben, oder? Die müssen das doch gehört haben. Also ich kann dir noch andere gute Spiele. Also guck dir mal so Last of Us. Last of Us, sag schon. Guck dir mal. God of War an, guck dir mal Spider-Man an. Gut, Uncharted hast du ja gesagt, ist nicht dein Ding. Gerade God of War ist ein mega gutes Spiel. Ich finde es hier gut, dass die, wenn die wissen, okay, da ist ein Gegner, stürmen die nicht einfach blind drauf los, sondern die suchen den. Oh, da hinten ist einer. Rechts höre ich noch eine Männerstimme. Meine Intelligenz sind sie nicht, aber... Spider-Man war doch auch episch, oder? Ich denke mal, dass ich das nochmal spielen werde. Also bevor Spider-Man 3 rauskommt, Spider-Man 2 rauskommt, werde ich definitiv nochmal Spider-Man 1 spielen.
Was können wir denn eigentlich craften? War eigentlich gerade am Craften, Entschuldigung. Ist noch mehr von dem. Das Schleichen. Spider-Man ging? Junge, du findest Uncharted nicht gut, du Spider-Man findest du nicht gut. Junge, was ist falsch mit dir? Ja, du bist nicht weit aufgewachsen, ja. Was stimmt doch mit dir nicht? Du bist doch nicht normal. Alles ruhig. Alles klar. Ja. Komm ich irgendwie von hier weg? Und jetzt? Wir müssen durch diese Kontrollpunktmauer. Die Gebäude sind auf der anderen Seite. Ja, Geschmäcker sind ja verschieden. Seh dich um. Es muss einen Weg rüber geben. Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden, sonst wäre es ja langweilig, sonst hätte man ja nur, gäbe es ja nur ein Spiel, das wäre Zombie-Modus von Black Ops, von Call of Duty. Wie gesagt, mich wundert, dass sie da nie ein vollwertiges Spiel draus gemacht haben, dass sie gesagt haben, hier, weil, klar, viele kaufen das wahrscheinlich auch nur, kaufen COD nur wegen dem Zombie-Modus, aber, dass sie sagen, okay, komm, wir nehmen jetzt die Zombie-Modi aus drei Spielen, aus drei CODs, machen da ein eigenes Spiel draus. Wird da bestimmt auch einige kaufen, oder? Machen da noch ein bisschen was Special rein. Dass die Geschichte ein bisschen weiter erzählt wird. Und so weiter. Das würden doch viele kaufen. Also ich würde es definitiv kaufen. Kaffee? Da waren wir eben drin. Gut, weil da können wir hoch. Gehen wir in den ersten Stock. Ja, das würden viele kaufen. Sie müssen es ja nicht aktuell machen, wenn sie sagen, okay, wir bringen jetzt so einfach nur ein Sammelspiel von den COD-Teilen raus, also wo nur den Zombie-Modus. Das würden echt viele kaufen. Das hat ja eine große Fanbase. Da kommen wir nirgendwo rüber. Also es muss irgendwas hier in dem Haus sein, dass wir hier weiterkommen. Ah. Es gibt eine Situation in Last of Us 1, wenn du die hast,
glaube ich. Also wenn du die bist, also das ist nur eine Szene. Passiert nichts, einfach, das ist einfach, die ist so schön gemacht. Die ist so episch, also es ist eine der schönsten Videospielszenen, die ich je im Leben gesehen habe. Als Tipp, da kommt eine Giraffe drin vor. Wir sind drüber. Und jetzt? Hey, Dina. Ja. Nimm meine Hand. Hey, dieses runde Gebäude sieht aus wie der TV-Sender. Ja. Komm.